Und damit heiße ich euch ein herzliches Willkommen zurück zur nächsten Folge von Pokémon Leuchtender Perle. Ja, wir haben uns im letzten Part hier zum Kahlberg begeben. Sind zusammen mit Avenaro unterwegs und erforschen hier die Gegend, mehr oder weniger. Wir müssen nämlich einen Schatz suchen. Nämlich den Magma-Stein. Ah. Komm, ernsthaft. Ja, ist klar. Komme ich jetzt nicht zurück? Ich wollte schon gerade sagen. Na gut. Da sind zwei, die will ich besiegen. Die Stärke kann ich einsetzen, aber kein Kraxler. Okay. Okay, was steckt ihr denn hier? Oder was bewacht ihr? Mit Glück zusammen zu sein, mit Pokémon zusammen zu sein, macht mich glücklich. Und wenn wir im Kampf siegen, bin ich noch glücklicher. Mit Pokémon, mein Pokémon und ich sind echt freundlich. Im Kampf zeigen wir allerdings eine andere Seite. Okay. Stimmt wieder 2-2, sind ja Astrainer, ne? Ne, ein Pokémon hat er. Da hat sie. Oh, ein Lavita und Piondragi, okay. Denn Pumitas hat zum Glück Schwebe. Erdbeben! Obwohl Lavita hat doch den Bodentypen, ne? An den Bodengestein, oder? Erstmal 65 für unser Galopper. Mekago! Erdbeben. Keine Chance, Mekago. Vierfach Schwäche. Da Mekago Gestein oder Feuergestein ist. 63 für Goldkick. Gibt es eigentlich ein Feuerwasser-Pokémon? Ich glaube, ein oder zwei gibt es. Hitzekoller. Hm. So, jetzt sind wir hier. Da geht's nach unten. Da geht's auch nach unten. Hier nicht. Wo geht's denn hier lang? Feuertafel. Versteckt Feuerattacken, ja. Gehen wir hier runter. Hier leuchtet irgendwas. Nee. Alles kompliziert, ja. Oh, was bewacht ihr denn hier? Was bedeutet es, Kämpfe zu gewinnen? Denn ich will auf den... Dem will ich auf den Grund gehen. Willst du mir dabei helfen? Natürlich. Du hast den ganzen langen Weg nur wegen der Pokémon auf dich genommen, welche einen einsetzt. Oh ja, was habt ihr denn Schönes für Pokémon? 2-2 diesmal. Und gibt's fast nur Astrainer, ja? Razor und Damiblex. Damiplex kann, glaube ich, sogar auch Psycho-Attacken, obwohl es nur vom Typ normal ist, wobei es eventuell den Fee-Typ dazu bekommen hat. So, Erdbeben.
Da haben wir Blacks tankt, okay. Hast du gut gemacht, Shelterra. Nein, Hypnose, das gibt's doch nicht. Der Pumantas beherrscht, glaube ich, selber auch Hypnose. Oh, Dürre. Aber Körtel ist auch episch. Ist eine Schildkröte. Und Körtel tankt. Oh. So, Damir Black ist auf jeden Fall down. Lempumantas schläft noch. Boah, fast die Hälfte. Was? Ah, okay. Dann geht trotzdem nochmal einmal auf Erdbeben. Ich weiß, wenn du fliebest, treffe ich nicht, aber ich will Körtel down haben. Die Flammen sind mir zu... Ah, ist gut gemacht, Shelterra. Wird mir zu gefährlich. Habt ihr ja gesehen. Fast 20 Level Unterschied, ein Flammenwurf. Das ist krank. Hm. Sondersensor. So, Bandage. Jawohl. Level 76. Schön. So, was habt ihr bewacht hier? Ein Sonderbonbon. Okay. Gehen wir Shelterra. Wir haben ja gerade, wir sind ja gerade dafür abgegangen, abgekommen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber das hier ist auf jeden Fall die falsche Richtung. Hier ist Sackgasse. Hier dürfen wir nicht lang. Das heißt, wir müssen hier und nach oben. Aber hier kommen wir her. Aber hier waren wir noch nicht. Boah, hier geht's auch noch lang. Hier gehe ich später hin. Hier sind auf jeden Fall noch zwei Ast-Trainer. Alles bereit? Der Kampf kann beginnen. Die hier versammelten Trainer und Pokémon sind keine leichten Gegner. Sie haben alle den einen oder anderen Trick auf Lager. Na, das glaube ich. Eine Aerodactyl? Und ein Kangama. Oh, das süße Kindchen. Rasierblatt.
Müsste aber eigentlich... Müsste eigentlich neutral sein. Hey. Egal, Aerodactyl ist down. Oh, so kein Crits. Hast du gut gemacht, Shelterra. Oh oh, das. Achso. Ich dachte, er geht jetzt auf den Humidas. Was hat er kein Pokémon? Ich dachte, die hatten zwei Pokémon. Gut. Erdbeben! Oh, es kommt noch einer. Ursaring. Keine Chance. Oh, wieder ein Crit. Das hast du gut gemacht, Shelterra. Liebe geht raus. Oh, 67 für ohne Ex. Schön. Als ich gerade gesagt, ihr sind die Items ausgegangen. Dabei hat sie doch gar keins eingesetzt. Erstmal orientieren. Okay, wir sind hier. Das heißt, wir gehen da. Hier ist der zweite Weg. Drei Wege gibt es ja. Wobei der führt direkt hier hin. Ja, das heißt, zwei Wege gibt es. Ich glaube nämlich. Oh, hallo. Ich hatte diesen Morgen eine Offenbarung. Ich wusste, dass ich hier heute einen tollen Kampf haben würde. Ich werde dich mit meinen Psychokräften pulverisieren. Dann haut mal rein. Haben die keine Schuhe an? Okay. Ist das nicht kalt? So der Steinboden? Wir erstmal auf Xatu. Lepuentas und Pupanks oder Pupons. Oh mein Gott. Hauen wir mal rein. Oh, schon wieder ein Crit. Hast du gut gemacht, Shelterra. Jedes Mal, stellt euch mal vor, jedes Mal, wenn Shelterra einen Volltreffer macht, muss ich einen Euro spenden oder so. Das wäre was. Nein! Ja, lol. Ist klar.
Ah, die sind ein bisschen empfindlich. Also der Analogstick, finde ich. So. Ein Groink. Typ Psycho, ne? Es gab doch auch so einen wilden Pokédex-Eintrag. Also die Vorentwicklung von Groink ist ja Spoink. Sollte er seine Perle verlieren, ist er irgendwie unglücklich oder stirbt oder irgendwas, hatte ich da in Erinnerung. Oder nee, sobald es aufhüpft, genau, Spoink hat keinen Herzschlag. Sobald es aufhört zu hüpfen, stirbt es. Irgendwas war doch da. So rum. Man muss auch heftig sein. Ihr habt hier auf jeden Fall ein Item. Eisenkugel habe ich doch schon. So, wir müssen hier lang. Genau. Jawohl, jawohl. Hier müssen wir lang. Jetzt nach rechts oder nach links? Hier ist auf jeden Fall ein Drachenprof. Hier ist ein Doppelkampf. Okay, dann müssen wir wohl hier lang. Wobei, hier geht es auch noch rauf. Geht's denn hier lang? Als ob hier nichts ist. Ach komm. So, dann wollen wir mal zum Doppelkampf. Was willst du hier erreichen? Ich werde dich auf die Probe stellen. Das muss ein Veteran sein und ein Drachenprofi, ne? Suchst du auch das legendäre Pokémon? Dann lass uns kämpfen. Ja, her dran. Oh, 5 Pokémon insgesamt. Ein Krakelo und ein Kinform. Erdbeben. Gesehen, wie die Ohren von Krakelo zappeln. Episch. So, 64 für Goldkeeper und 66 für unser Galoppa. Hat er jetzt einen Brutalander? Wahrscheinlich. Und sie tanken. Risikotackle. Kräfte, na komm, hau rein. Tauros down. Jawohl. Drachenklaue. Das weckt schlimme Erinnerungen. Gegen Knackrack. Oh ne, doch kein. Okay. Trotzdem Erdbeben. Doch kein Butterlander, okay? Dornfang tankt ganz schön. Wahnsinn. Nochmal Erdbeben und beende es damit. Jawohl. Wir sind schon fast Level 80. Wahnsinn. Wie schnell das doch irgendwie mehr oder weniger geht. Ich wollte mir unbedingt nochmal bei Gelegenheit die Animes aufschreiben, von denen ich hoffe, dass es eine zweite Staffel gibt. Weil ich
ich gucke gerne so viele Anime, also ich habe viele Animes, die ich sehr gerne schaue, worauf ich auf eine zweite Staffel hoffe, mehr oder weniger. Aber ich vergesse das dann immer, ich kriege das dann immer nur spontan mit. Es gibt bestimmt 3-4 Animes, die schon bestimmt eine nächste Staffel haben. Und ich weiß es bloß noch nicht, weil ich... Naja. Da müssen wir hin. Habe ich irgendwas übersehen? Anscheinend. Ich meine, da kommen wir ja hoch. Nach links geht's nicht. Nach rechts geht's auch nicht. Ich muss wohl irgendwas übersehen haben. Geht's auch hoch. Seht ihr da unten? War ich hier schon? Nein, hier war ich noch nicht. Okay, dann machen wir erstmal die beiden. Ich wurde in Flori geboren und bin überglücklich, endlich hier zu sein. Ah, die Blumenstadt. Es hat viel Zeit gekostet, hierher zu gelangen. Noch einmal verlieren wir nicht. Ich habe bereits im Duellturm mein Können unter Beweis gestellt. Jetzt bin ich hier. Okay. Her mit euren EPs. Krakelo und Dummiesel. Dummiesel müsste vom Typ Boden sein, ne? Ich weiß, in Gold fängt man Dummiesel, glaube ich, etwas nördlich. Pokémon Gold, ne? Etwas nördlich von der ersten Route. Und darauf hätte ich auch mal wieder Bock. Egal, Erdbeben! Dummiesel tankt. Level 70 für Palim. Willkommen im 70er-Bereich, Palim. Oh, ein Ramaidon. Hallo. Und ein Sichlor. Rasierblatt. Ah, das wird wehtun. So, Knirsche auf Sichlor. Jawohl. Oh, schon wieder ein Volltreffer. Hast du gut gemacht, Schildterra. Ein Pokémon haben die noch. Knogger. Oh. Knogger greife ich speziell an. Ja, ach komm. Da hätte ich doch lieber auf Gigasauger gehen sollen. So, jetzt aber nochmal Rasierblatt. Mal gespannt, ob wir auch hier Alola-Formen bekommen. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht kommt das ja noch. So. Wir müssen da nach unten. Hier waren wir anscheinend noch nicht. Hier kommen
meine eisernen Fäuste. Haiya, mein Herz schlägt für Karate. Drachen und ein feuriger Berg. Welch eine schöne, klassische Szenerie. Oh, er hat drei Pokémon und eine nur ein. Okay, Machomai, okay. Und ein Vibrava. Ich denke mal, ich werde mich als erstes um Machomai kümmern. Erdbeben. Jawohl. Dann haben wir nämlich nur noch ein Pokémon. Also, ein Pokémon-Platz, was wir bekämpfen müssen. Ein Pokémon-Platz, den wir bekämpfen müssen. So rum. Oh, danke, Shelterra. Ich weiß zwar nicht, welche Attacke Vibrava gerade eingesetzt hat, aber gut. Knirscher. Oh, hast du wieder gut gemacht, Shelterra. Ach, Wahnsinn. Oh Gott. Ein Simon. Rasierblatt. Achtundsechzig für Onyx. Ein Drago, die haben wir. Doch, haben wir, glaube ich, oder nee, haben wir noch nicht gesehen. Bin mir gerade nicht so sicher. Egal. Erdbeben! Ja, Mann. Ich finde das immer so lustig, die Animation. Da hätten die Entwickler ein bisschen aufpassen können, aber. Wenn ich Erdbeben einsetze, die Animation sieht so aus, als wenn Le Pumintas auch. Ja, Schaden abbekommt. Ja. Hier sind wir richtig. Den müssen wir jetzt einmal komplett nach rechts schieben. Ja, es sollte klappen. Da ist er, der Ausgang. Wenn mich mein Bauchgefühl nicht täuscht, dann liegt der Schatz des Vulkans direkt vor uns. Man sieht sich, Dorty. Gut möglich, dass du hier der stärkste Trainer bist. Abgesehen von mir natürlich. Dankeschön. Hey, sieh dir das an, Dorty. Das ist der Magmastein, der Schatz des Kahlberges. Und ich habe, und da ich ihn gefunden habe, bin ich jetzt wohl der beste Trainer von allen. Danke für die Hilfe. Uff. Boah, wow. Das war heftig. Der Vulkan bebt ja förmlich. Vielleicht bricht er sogar aus. Ach was, das wird schon nicht passieren. Man sieht sich, Dorty. Grüß mir deine hippeligen Trainerkumpel. Was, das war's? Erstmal Fluchtseil benutzen. Mal schauen. Das war, glaube ich, noch nicht alles. Na gut, ich werde sie jedenfalls hier erstmal an den Cut setzen. Ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar da lassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Pokémon wieder. Bis dann.